Ungehindert riesig mit 5 schnellen Fragen an. Marlene Reg. Gehe ich auch an. Alexander Fangmann. Ihr habt alle drei ein sportverbindendes Element. Wir fangen bei dir an. Marlene. Welches ist dein Sportelement? Tischtennis. Weiter bitte. Blindenfußball. Auch Blindenfußball. Marlene, an Inklusion denkst. Der erste Gedanke, der dir dazu einfällt, was ist das? Tatsächlich denke ich sofort an Sport auch. Einfach die Inklusion mit dem normalen Sport, die Trainingseinheiten, genau. Noch mehr Menschen zusammenkommen können durch Sport, ja, eine Einheit dabei aufbauen können. Zunächst erstmal an einen schwierigen Begriff, der versucht immer alles unter einen Hut zu kriegen. In Bezug auf Sport natürlich auf sehr, sehr viele Möglichkeiten, die das einfach bietet, wenn man zusammen Sport erlebt. Wahrscheinlich bei dir auch ein bisschen mehr als bei den anderen zwei. Du hast es ja noch auf einer übergeordneten organisatorischen Ebene. Du spielst ja nicht nur selber, sondern du bist ja auch noch im WLSB aktiv. Ich bin beim Württembergischen Landessportbund fürs Thema Inklusion eben zuständig und dort seit 2018 unter anderem für ja alle Bereiche, die das Thema Inklusion betrifft, Barrierefreiheit, Qualifizierung von Übungsleitern, Veranstaltungen zur Sensibilisierung und. Der MTV Stuttgart, für den du ja spielst, bei dem wir gerade zu Gast sind heute, was gerade gesagt wurde, wie beziehst du das auf euch? Ja, du sagst es schon, große Verein. Ich vergleiche es immer mit mir in Inklusion. Ja, die haben mir ermöglicht, zum Beispiel, ja, der erste Fitnesstrainer Deutschland zu werden. Blind natürlich. Und ja, als Projekt haben wir das gestartet und es kam sehr gut an. Bin jetzt, keine Ahnung, über 16, 17 Jahren schon hier voll angestellt und ja, das ist ja ganz gut. Somit präsentiere ich auch, dass es auch trotzdem geht, mit Handicaps da, ja, mit Normalsehen zusammen zu arbeiten. Was war auf dem Weg dahin schwierig? Wen muss man überzeugen? Dass du einer der Ersten warst, der das trotzdem machen kann? Tatsächlich die Mitglieder. Ich muss ja, also als allererstes muss ich ja gucken, dass ich selbst dahinter stehe, dass ich es auch schaffen kann. Und natürlich durch Begeisterung meines Sports das gut weiter vermitteln kann, dass es geht. Mit meinem Handicap, natürlich blind mit meinen Händen, den Menschen zu zeigen, wie es funktioniert, eine Übung auszuführen und dass man auch richtig ausführt. Ich muss immer wieder neue beweisen quasi und denen es vermitteln, dass es funktioniert. Und ja, und es kommt auch sehr gut an. Und ja, so kann es weitergehen. Bei dir ist es ein bisschen regionaler geprägt. Wie ist es bei euch im Verein? Man merkt, dass es immer mehr wird. Und das schon, also ich spiele jetzt schon länger auch in der normalen Trainingsgruppe, wo gar keine anderen Behinderten mittrainieren. Man merkt, es werden immer mehr und dass auch einfach, also in Hessen, dass einfach alles inklusiver wird und auch den anderen Landesverbänden. Man merkt trotzdem noch, es gibt einen Unterschied zu den normalen und dass es schwierig war, sich diesen Platz zu erarbeiten. Genau, aber es wird immer besser. Was waren Meilensteine davon oder was hat es ausgemacht, dass es jetzt so ist, wie es ist? Zu zeigen, dass man genauso gut ist wie auch jemand, der keine Behinderung hat. Man muss sich immer wieder beweisen, was natürlich beschissen ist. Wie fühlt sich das für dich an? Also ich hatte viele Trainer, die das akzeptiert haben oder nicht akzeptiert haben. Und es ist einfach, es war zwischendurch immer mal wieder, dass man sich einfach fehl am Platz gefühlt hat und dachte, okay, man muss sich jetzt immer wieder durchsetzen. Aber ja, irgendwann hat man sich durchgesetzt und dann war es gut. Normal. Genau. Wie war es bei dir? Oder wie ist es immer noch? Ja, rein sportlich natürlich ist es ein bisschen was anderes vielleicht bei uns, weil wir eher in einer behinderten Sportart unterwegs sind, die zwar eben auch Menschen ohne Behinderung mit drin hat als Torhüter und Guides und sowas, aber natürlich muss man da auch mal seinen Sport vertreten und gucken, dass man da auf ein gleiches Level kommt, wie zum Beispiel einfach die regulären Fußballer im eigenen Verein oder die eigene Abteilung, dass man da Gleichberechtigung erfährt. Ich glaube, abseits vom Sport ist es schon immer ein Stück weit so, dass man natürlich durch die eigene Glaubwürdigkeit am meisten rüberbringen kann, wenn man selber hinter dem Thema steht, hinter der Möglichkeit, die Inklusion auch bietet, Vereine oder dem Sport allgemein, dann ist das auch ja greifbarer für Vereine, die man versucht zu überzeugen, da mehr zu machen oder da einzusteigen. Da hat Alex schon erwähnt, gerade dieses Leitlinien zum Beispiel.
Hier ist zum Beispiel, da gibt es überhaupt keine Leitlinien. Da sind wir auch dahinter. Aber da fragen wir immer wieder nach. Ansonsten so Leitlinien für zum Beispiel für offene Laufbahn, zu joggen auf den Talanbahn. Zum Beispiel so Sachen, dass man da irgendwie was einbaut, dass man da auch blinde Menschen allein joggen können, zum Beispiel mit ihrem Blindenstock. Ja, das geht da auch. Ja. Marlene, wenn du bei euch in den Verein hineinhorchst, gibt es Herausforderungen, wo du sagst, okay, beim MTV habe ich jetzt gerade gehört, gibt es ein paar Sachen, wo es einfach klar dran fehlt, wo die zwei Jungs viel, viel Arbeit dafür leisten, dass es so kommt. Aber es ist klar, da würde noch viel Potenzial bestehen. Gibt es das bei euch auch in der Art und Weise? Ich glaube, einfach bei uns ist gerade der Zugang wichtig, was ich vorhin schon gesagt hatte, mit dem Nichtbehinderte und Behinderte, dass dieses Training gemeinsam möglich ist, auch wenn es auf Bundesebene geht, dass es da auch Möglichkeiten gibt, dass man den Behindertensport mit dem normalen Sport verbinden kann. Und ich glaube, da ist auch ein großer Punkt, wenn es Richtung Paralympics dann noch weitergeht, dass es nicht einfach nur danach Menschen sind, die Behindertensport treiben, sondern auch Menschen, die genauso viel Leistung zeigen wie auch Menschen ohne Behinderung. Eher in die Richtung, würde ich sagen. Für die Überleitung. Paris lädt ein. Über August und September wird viel geboten sein. Worauf freust du dich am meisten? Ja, erstmal trainiere ich dafür jetzt auch und mal gucken, was passiert dann. Aber einfach die Sportarten alle wieder zu sehen und dass alles auf einmal ist, alles am gleichen Ort. Ja. Ja, unser Highlight für dieses Jahr ist natürlich, dass wir ja, ins Finale kommen, um deutscher Meister zu werden. Was ich mir von Paris trotzdem hoffe, das ist natürlich immer so diesen Schwung mitzunehmen. Ja. Selbst wir profitieren davon, dass drumherum berichtet wird, auch wenn jetzt nicht über deutsche Blindenfußballnationalmannschaft berichtet wird, weil sie nicht vor dem Eiffelturm spielen wird, sondern 8 andere Nationen. Gibt es dann trotzdem auch sicher Anfragen, was wir dazu sagen, zu den Teams, die spielen. Und während unserer Liga wird da sicher auch nochmal das ein oder andere Presseteam hoffentlich aufspringen und ja, dann mehr darüber berichten, einfach weil diese Sportart dann präsent ist. Mulle, hast du das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren so ein bisschen was verändert hat, sich vielleicht auch die Zugänge verändert haben, das sportliche Niveau sich entwickelt hat? Es ist auf jeden Fall schneller geworden. Im Blindenfußball auch da hat sich gesteigert, weil da wird auch mehr Athletiktraining betrieben. Die Nationalspieler sind ja auch in den ganzen Vereinen verteilt. Somit bringen die immer wieder neue Schwung rein. Das heißt, ja, der Sport ist auf jeden Fall schneller geworden.